Fachchen YouTube wurde mir gerade wurde mir vorgeschlagen, während ich gerade gefragt werde, gegen was man Snowmans boardet. Ja, Abend vor der Nationals. Ich dachte mir, ich mache einfach mal ein Video und zeige euch mal, was hier so gerade abgeht. Wir sind in unserer Unterkunft jetzt angekommen. Qualo baut gerade in unserer Villa. Ja, danke an dieser Stelle an Nicole für die tolle Unterkunft. Da hinten wird gerade fleißig Side-Deck gebaut. Sebastian hier, unser Yugi Muto, ist auch gerade hier mit seinem Side-Deck fertig. Mein Deck hat mich heute nochmal ziemlich gut überzeugt. Nein. Ich habe doch überzeugt, kann man nicht anders sagen. Ich habe sehr viel getestet mit dem Hieratic, bin sehr zufrieden. Meine Tests waren voller Erfolg gekrönt, würde ich einfach mal sagen. Habe ein paar Fehler gemacht, aber gut gezogen und so weiter und so fort. Ich werde morgen also, wie gesagt, das Hieratic ins Feld führen. Wir haben hier ganz viel Side-Deck-Pool. Qualo, du spielst Gay-Sektor. Gay-Sektor, Sebastian. Lightsworn. Die Julia, die gerade da irgendwo mit Lightsworn in der Küche hilft. Lightsworn mit Exodia Engine, genau. Backup Soldier. Julia, die in der Küche gerade ist, spielt Hero. Ich werde, wie gesagt, Hieratic ins Feld führen. Ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Wir waren heute schon auf der Location. Yu-Gi-Oh! Wir waren heute schon auf der Location. Wir haben uns auf jeden Fall schon gefreut, die ganzen Leute wiederzusehen. Es sind ganz viele Bremer da. Wir haben irgendwie 4 Bremer Reisegruppen, haben wir festgestellt. Groß. 4 große Reisegruppen. Wir sind irgendwie 20 Leute aus Bremen. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, es gibt einige, denen ich was zutraue. Simon spielt Infernity, ist ganz cool. Sean mit seinem Gay Sektor. Daniel Gayhardt. Wie du es jetzt sagen Daniel, willst. Aber nicht mich, willst du mich verarschen? Nein, nein, Daniel Gerhard mit seinem, auch mit seinem Sektor. Don Gerhard, Qualo das spielt. Ja, das mit Gerhard Don, kannst du dir mal erzählen, was Don Qualo Spiel spielt auch in Sektor, ja. Ja, an dieser Stelle sei die YMC mal einmal kurz auf die Glocke gehauen, wie doof er doch eigentlich ist. Lassen wir es einfach mal so stehen. Ja, was gibt's noch? Lukas, Chaos Dragon, wie ich das mitgekriegt habe, keine Ahnung, der war heute. On Fire ist überall rumgelaufen. Keiner hat den so wirklich gesehen. Dann müssten wir, glaube ich, noch einen Rabbit haben mit Philipp. Müssten noch einen Hieratic haben. Fisch-O-Ticker. Ja, Fisch-O-Ticker oder Hieratic. Ich weiß es nicht ganz genau, was Peter spielt. Hero von Julia. Ja, wie gesagt, müssten wir eigentlich schon so einiges haben. Und von den restlichen Leuten weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Dr. Fett haben wir auch noch. Wow, Dr. Fett sagt er einfach. Tom. Mit Chaos Dragon, Madai Random 1-3 Drop Control, 1-3 Tausch Control, nicht Drop Control, sorry, 1-3 Plus Control. Und ja, was haben wir ansonsten noch? Ich glaube, das war's eigentlich. Das sollte jetzt ungefähr zeigen, was wir so alles an Decks dann haben werden. Ich habe mich jetzt dagegen entschieden, was heißt dagegen entschieden? Ich habe es einfach zeitlich nicht mehr geschafft, dieses Deckbau-Tipp-Video zu machen. Das tut mir ehrlich gesagt auch ziemlich leid. Ich wollte euch das eigentlich noch schenken, während da Qualos Jinzo Orika in die Kamera geflogen kommt. Ich wollte euch eigentlich helfen und das Video unbedingt noch hochladen, habe ich aber zeitlich nicht mehr so ganz hingekriegt, weil ich auch in den Vorbereitungen für die Nationals war. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Aber während ihr hier wieder immer noch die ganzen Karten seht, hier Sebastians Extra-Deck, ganz interessant, mit Heliopolis, meinem Albtraum. Hoffe ich einfach mal, dass ihr mir das, wie gesagt, trotzdem verzeiht und dass ihr uns Bremern morgen allen auf der DM die Daumen drückt. Dass ihr Qualo sucht Jinzos, das heißt, meldet euch alle bei ETCG Qualo, wait for it. Und nein, Qualo, das will keiner sehen. Nein, das möchte gerade keiner sehen. Und in diesem Sinne werde ich mit einem Peace Out einfach mal bis morgen das Ganze beschließen. Und hoffe, dass ihr uns die Daumen drückt und Erfolg wünscht. Du knallst ganzes Video. Bis denn.